Ich spreche heute von der wahren Wirklichkeit. Thich Nhat Hanh steht in der 8. Generation der Liu Quan Dharma Linie. Es ist die Fortführung der schon in China entstandenen Bambuswaldschule. Und wir alle, die wir ihm folgen, stehen in der gleichen Linie, besonders jene, die dann auch dem Orden beitraten, nämlich in der 9. Generation dieser Liu Quan Linie. Zugleich auch in der 43. Generation, will ich nicht weiter ausholen, der Lam Te Dhyana Schule, die auch chinesischen Ursprungs ist, aber dann 1000 Jahre in Vietnam ausgebaut und erweitert wurde. Meister Liu Quan schrieb einen Text unmittelbar vor seiner großen Verwandlung, die jeder von uns, der eine Urkunde bekommt und dem Orden beitritt, lesen kann, nachlesen kann, denn dort steht es drauf. Ich möchte es euch nochmal in Erinnerung bringen oder überhaupt neu zitieren. Während der 70 und mehr Jahre, die ich in dieser Welt gelebt habe, sind Form und Leerheit immer dasselbe gewesen. Heute, nachdem alle Gelübde und eigenen Versprechungen erfüllt sind, kehre ich in mein Zuhause zurück. Quält euch nicht mit Fragen über Schulen und Patriarchen. Ist nicht nötig. Die große Weite der Wirklichkeit ist der reine Ozean der wahren Natur. Und so. Die Quelle des Geistes hat alles durchdrungen. Aus dem Boden der Ethik und der Tugend entspringt die Tradition des Mitgefühls. Vinaya, Samadhi und Prajna, jene drei Begriffe, die im Siegel von Blamvillage stehen, also die fünf Übungen, die Ethik, die selbstgewählte, Samadhi, die Meditation, und Prajna, die tiefe Einsicht, die Weisheit. Die Natur, das Wirken der drei ist eins, und die Frucht der transzendenten Weisheit kann im wunderbaren Zusammensein verwirklicht werden. Bewahrt die wunderbare Grundwahrheit und reicht sie weiter. Weiter, damit die wahre Lehre bekannt werde. Damit wahre Leerheit verwirklicht werden kann, müssen Weisheit und von Mitgefühl geprägtes Tun zusammen entstehen. Soweit Meister Liu Quan. Ich möchte mit euch teilen, womit ich mich derzeit, und ich hatte ein langes Gespräch darüber mit Tai vor 14 Tagen, womit ich mich derzeit besonders intensiv befasse. So wie wir zwei grundlegende Lehrreden haben für die Meditation, die Basis unserer Praxis bilden, nämlich das Anapanasati Sutra, das Sutra des bewussten Atmens, sowie das Satipatthana Sutra, das Sutra der vier Verankerungen der Achtsamkeit im Körper, in den Gefühlen, in den Geistesformationen und im Geist selbst. Einmal mit 16 Übungen, einmal mit 20 Übungen. So gibt es auch zwei grundlegende Sutren und Lehrreden über das, was über diese relative Wirklichkeit, über die Alltagswirklichkeit hinausweist. Wer immer sich mit den beiden Meditationssutren wirklich beschäftigt, wir haben sie ja in der Sangha schon durchgenommen, beide glaube ich sicher. Das eine Buch heißt Transformation and Healing, zu Deutsch mit dem blöden Titel entschuldigt, umarme deine Wut, das gehört eigentlich nicht zu dem Thema so richtig. Und das andere, das Sutra des bewussten Atmens, wird sehen, wie wenn er sich wirklich damit befasst und immer bei seiner persönlichen Meditation schrittweise vorgeht. Mich hat dieses Buch des bewussten Atmens in die Wüste begleitet. Und ich bin es Schritt für Schritt durchgegangen in den 4 Wochen des Einzelretreats.
im Hogargebirge in Südalgerien, in der Sahara. Der wird feststellen, dass dieser Teil eine kurze Kontemplation über Frieden, über Schuld und Sühne, über Begierden, was immer es ist, anzuschauen und dann in die Meditation zu gehen, es absinken zu lassen, let it go, und einfach nur noch mich zu öffnen. Das ist eine hervorragende, auch außerhalb der Sangha praktizierbare Möglichkeit ist, seine eigene Meditation als ein Abenteuer des Weges nach Hause zu gestalten, es spannend zu machen und auf diese Weise auch zugleich unser eigenes Psychogramm, unsere eigenen Knoten, Knötchen und Verdrehungen zu entdecken, die wir über die Meditation auflösen und weiten können. Es sind beide Lehrreden, die von Buddha stammen, wie wir inzwischen historisch wissen, und nicht sonderlich ergänzt oder verändert wurden, eine wunderbare Grundlage für unsere Meditation. Gut, die beiden Mahayana-Sutren, die ich als die wertvollsten, die kondensiertesten, die wir haben und die auch oft zusammen genannt werden, mit denen ich mich tiefst befasse zurzeit, seit Wochen, mindestens seit Wochen, sind entstanden etwa 400 vor unserer Zeitrechnung, vor Christi, und es dehnte sich dann aus, die gesamte Prajnaparamita-Literatur, ich habe schon angedeutet, um was es geht, bis 200 nach Christus, 200 in unserer Zeitrechnung, da war es etwa abgeschlossen. Wurde dann bewahrt und wurde fast jeden Tag in den Klöstern, besonders des östlichen Buddhismus, ich meine damit Japan, China, Korea, Vietnam, rezitiert. Aber teilweise auch, das will ich gerne zugestehen, in theravadisch geprägten Ländern wie Thailand, Burma, Sri Lanka, Laos. Diese beiden Sutren lauten im Sanskrit, und dann sage ich es gleich auf Deutsch, Maha Prajna Paramita Hridaya Sutra. Das große Herzsutra der transzendenten Weisheit. Das zweite, das oft im gleichen Atemzug genannt wird und auch gemeinsam veröffentlicht wurde häufig, das sehen wir an den Sanskrit-Texten. Wir haben es mal im Sanskrit auf Deutsch übersetzt, uns darum bemüht, nicht alles, aber es war eine Heidenarbeit, als ich noch Sanskrit gelernt habe, unter Leitung von Lama Govinda. Und ich habe ja 12 Jahre Vajrayana-Praxis, Diamantfahrzeug. Und deshalb kenne ich auch die Schaubildentfaltungen und sämtliche Bodhisattvas und so weiter. Weil wir da vorhin das Vajrasattva ansprachen. Da haben wir gesehen, dass die beiden Sutren immer wieder genannt werden, und wie kann das andere wohl sein? Ich bin sicher, einer von euch ahnt es schon, mindestens einer von euch. Das Vajracchedika Prajnaparamita. Der Diamant, der Unwissenheit, Wahn, Vorstellung, Illusion durchschneidet mit dem Schwert des Manjushri, das ein flammendes Schwert ist, so ähnlich wie vielleicht heute in Fantasiefilmen dieses Yeti-Ritterschwert, nicht? Könnte man sich vorstellen. Ich habe noch eine schönere Vorstellung von einem flammenden Schwert, das aber nicht verletzt, sondern Unwissenheit, Wahn, Illusionen durchschneidet und frei macht für den weiten Himmel. Das ist also das sogenannte Diamant-Sutra. Und beide Sutren sind in Dialogform geschrieben, nicht umsonst. Und sie sind das Kondensat von viel weitergehenden Prajnaparamita-Literatur, wo man sozusagen zusammengefasst hat. Die Kernelemente dessen, worauf es, wenn wir tiefer schauen wollen, wenn wir die Absicht haben, auch eine Ebene zu erreichen, die wir oft mit Nirvana, mit reines Land, mit Reich Gottes, mit all jenen Begriffen definieren, dann brauchen wir als Wegweisung diese Dialoge, um uns etwas noch deutlich machen zu können, bevor wir Gedanken und Konzepte fallen lassen und wirklich dieses Reich der wahren Wirklichkeit betreten können. Das erste Dialog,
großen Herzsutra läuft zwischen Avalokiteshvara, der sonst nicht so sehr in der Mahayana-Literatur vorkommt, also oder Kuan Yin, die weibliche Form des Bodhisattvas, des großen Erbarmens, des Mitgefühls, und der liebevoller Teilnahme des Manjushri, der aber zuhört diesmal, und Sariputra. Wohlgemerkt, bewusst Sariputra, er ist einer der Jünger von Buddha, und zwar der intelligenteste, der schärfste Denker, der beste Mann, den der Buddha in seiner Sangha hatte. Leider ist er vor ihm in die große Verwandlung gegangen, wie der Maudgalayana auch, sein zweiter engster Vertrauter und Jünger. Übrig blieb dann noch der dritte, der Ananda, sein Neffe. Und Shariputra wird von Avalokiteshvara belehrt. Ein Mann, der eigentlich die ganze Botschaft von Buddha kannte und wusste und weiterzugeben bemüht ist. Warum? Weil sich Sariputra auf der Ebene unserer Realität, der Alltagswirklichkeit, mit dem ganzen Instrumentarium, das wir zum Buddha Dharma zählen, bewegt hat und damit den Menschen ihr Leben mit Angeboten verändern kann, um mehr Frieden für sich zu finden, ein wenig mehr Freude, ein wenig mehr Gleichmut, ein wenig mehr Liebe und Mitgefühl. Und nun kommt ein Bodhisattva und zeigt dem Shariputra, diesem hochintelligenten und philosophisch trainierten Mann und Assistenten vom Buddha, wie er, und er wurde das gefragt in dem im Sutra, wie er denn diesen Bereich überschreiten könne, um die wahre Wirklichkeit, um die sogenannte transzendente, man kann das sagen, ich bin manchmal am Zögern, diese transzendente Dimension unserer Wirklichkeit zu berühren, zu erreichen, in ihr einzugehen. Einzugehen, nicht indem er wohin geht, sondern sie in uns zu realisieren, denn sie ist ja da. Und der zweite Dialog, in dem zweiten Diamantsutra, wird zwischen Buddha selbst und Subhuti, einen seiner gelehrigen, neugierigen, sehr offenen, sehr freien und aber sehr auch erdhaften, er war ja Bauer früher, sehr ja stabilen Mitglieder der Sangha befragt. Und dieser Dialog räumt sozusagen den Rest aus, den das Herzsutra vorher schon ausgeräumt hat, an Dingen, an denen wir festhalten und glauben, etwas zu haben, und an alten Vorstellungen und Konzepten, von denen wir besetzt sind, seit Jahrtausenden. Ja, vielleicht seit überhaupt der Homo sapiens immer besser zu denken begann und das Hirn sich vergrößerte vom Homo erectus. Beides Dialoge. In den beiden Fällen geht es um Form und Leerheit. Und Leerheit ist Form. Was heißt das? Form sind alle Erscheinungen, die wir erkennen und die ja auftauchen. Jeder Gedanke, jede Wolke, jeder Baum, jeder Mensch, jedes Ding sozusagen, alles, was überhaupt erfassbar ist, einschließlich des geistigen Bereiches, jedes Konzept, sind Formen, die sich manifestieren. Gibt es eine Manifestation, eine Erscheinung in dieser Welt, erhält sie sofort Form. Zugleich aber ist diese Form auch Leerheit, Shunyata. Leerheit, das ist eines meiner Lieblingsthemen. Und wenn Thay ein ganz einfaches Beispiel dieser Form ist Leerheit, Leerheit ist Form bringt, dann bringt er eben das Beispiel von Wasser und Welle. Die Welle ist die Form, die Welle ist die Erscheinung in unserer dualistischen, relativen, bedingten Alltagswirklichkeit, die wir ständig erleben und in der wir sind. Der Ozean ist die wahre Wirklichkeit, ist jener Bereich, der, wo nichts dazukommt, wo nichts weggeht, wo Vollkommenheit die Grundlage ist dieses Ozeans, in der alle Konzepte
Und alle Dualismen, wie gut und böse, oben und unten, ich und du, kommen und gehen, sein oder nicht sein, nicht mehr gelten. Und drum hat der Thay recht, wenn er sagt, wenn die Welle erkennt, dass sie nicht nur Welle ist, ein Anfang mit einem Ende, groß, mächtig und klein oder klein und reich oder arm, sondern die Welle erkennt, dass sie auch Wasser ist, insbesondere Wasser ist, wird ihre Furcht weichen. Sie wird die Weisheit der Gleichheit bei aller Unterschiedlichkeit aller Erscheinungen entdecken und zugleich auch, wie sehr wir miteinander verbunden sind, wie die eine Welle mit allen anderen verbunden ist, denn sie sind ein Teil des Ozeans. Und diese Wahrheit, die wirkliche, verwirklicht sich ja in der Welle. Und drum gibt es eben Samsara, den Daseinskreislauf in seiner einschränkenden, leidhaften, betrüblichen, schmerzhaften Weise, von der der Buddha einen Weg hinaus zeigen wollte den Menschen, damit sie durch eigenes Bemühen einen neuen Platz sich schaffen in dieser Welt. Und es gibt zugleich und nicht trennbar, weil das ohne das eine und das andere nicht existieren würde, denn da sind wir dann immer noch in der dualistischen Sichtweise neben dem Samsara, das Nirvana, jenes Reich des Nichtkommens, des Nichtgehens, die im Samsara steckt, genauso wie diese Marktplatzsituation nicht endet und es eine Bewusstseinsfrage ist, ob wir auch von Nirvana, von der anderen Seite gleichen Ozeans, uns einen Eindruck verschaffen können, wie Sorgiano gleich. Also bedeutet Shunyata, Leerheit, kein Gegensatz zur Form, sondern Teil der Form zugleich, weil jede Form, alles was erscheint, leer von Eigensein ist, nicht für sich existiert. Kein Absolutum ist, das in Splendid Isolation schön für sich selber leben könnte. Und das ist auch zugleich die Antwort für Intersein. Wenn nicht alles miteinander verwoben und verbunden wäre, dann gäbe es ja Eigenexistenz für sich. Aber da dieses Ich, wie Govinda so wunderbar in seinem Übersetzung aus dem Sanskrit sagt, könnte Nirvana niemals erreichen, jene Ebene, weil Nirvana kein Reich der Dingheit ist. Weil dort die gesamten Dualismen, mit denen wir leben müssen, wir können ja auch nur so denken, wir können ja nicht ganzheitlich denken, sondern wir müssen uns immer eine Vorstellung davon machen, wenn wir einen Begriff machen, eine Vorstellung, ein Denkprozess, ist er im dualen System. Drum hört ja auch irgendwann in Samadhi das Denken auf, denn solange das da wäre, würden wir ja kein Tor öffnen können, das in die wahre Wirklichkeit zeigt. Bin ich soweit noch deutlich? Ich versuche gerade, für euch rauszuarbeiten, dass neben unserer sogenannten Realität, mit der wir ständig zu tun haben und wo wir ein großes Instrumentarium des Buddha Dharma besitzen, die vier edlen Wahrheiten, der edle achtfache Pfad, die sieben Erleuchtungsglieder, dass es keinen Tod wiederwerden gibt, keine Aufhebung, dass es die fünf Skandhas gibt, die wir einsetzen können als Mittel zu unserer Transformation und Veränderung, dass es die Kette des bedingten Entstehens ist, bedingten und abhängigen Entstehens gibt, von der wir oft gesprochen haben, das Rad, die zwölfgliedrige Kette, dass es die drei Tore der Befreiung gibt, im Loslassen. Alles Angebote bis hin zur Kunst des achtsamen Lebens, bis hin zu den 45 Achtsamkeitsübungen, all diese Angebote des Buddha, zum Teil modernisiert durch Thay Thich Nhat Hanh, sind da und sie dienen dem ausdrücklichen Wunsch des Buddha, ein für uns
qualitativ anderes, spirituelles, geistiges Leben zu führen, mit mehr Freude, mit mehr Dankbarkeit, mit mehr Frieden im Herzen, mit mehr Mitgefühl. Neben dieser Realität, ich präge bewusst diesen Begriff, um ihn zu unterscheiden von der wahren Wirklichkeit, wir müssen ja immer dual leider das sehen, von der letztgültigen Wirklichkeit. Und die transzendente Weisheit will uns den Weg dafür öffnen, in eine Ebene ohne oben und unten, außen und innen, groß und klein, gut und böse, ich und du, Konzepte, Glaubenssätze, Begriffe und Vorstellungen. Wird weggeputzt. Kommt weg. Das schließt nicht aus, dass es äußerst hilfreich und wichtig ist, unsere Praxis darin fortzusetzen, denn wir leben zugleich ja in dieser Realität, in unserer. Aber tiefe, religiöse Untergrund, das, was wirklich in die Tiefe geht, hat eben der Buddhismus auch. Und davon spricht er in diesen zwei Sutren, um zunächst mal alles wegzuwischen. Die Dharmas mit ihren Wolken, was Wolke sein kann, und das keine Eigennatur, daher Leerheit. Die vier edlen Wahrheiten, er räumt auf mit den achtfachen Pfad. Und es gibt keinen Tod und keine Aufhebung, es gibt kein Wissen von Nirvana, es gibt kein Erreichen von Nirvana. Nirvana ist das Reich von keiner Dingheit, jenseits von Dualität, also kann man das so nicht erreichen. Die fünf Skandhas sind leer von einer Ichheit. Es gibt die Frage nicht, ob rein oder unrein. Es gibt nicht die Frage, ob vollkommen oder unvollkommen. Es gibt nicht die Frage über Sein oder Nichtsein. Und es gibt keine sechs Sinnesorgane, Sinnesobjekte und Sinnesbewusstseine. Also sprich Auge, Form und Sehbewusstsein, das daraus überhaupt erst eine Erkenntnis möglich macht. Und das mal 6 mal 3 sind die 18. Wir haben 6 Sinnesorgane, einschließlich Denken, also Ohr, Nase, Auge und so weiter, Hirn. Wir haben 6 Objekte, Töne, Formen, Farben, Geruch, das Tastbare, Zunge, Geschmack und so weiter. Und wir haben 6 dazugehörende Bewusstseine, die uns das deutlich machen, was passiert denn da, wenn wir mit dem oder jenem in Kontakt kommen. Und da beginnt ja auch schon so die Bewertung, das mag ich, das mag ich nicht, und das ist schön und das ist unangenehm. Sofort. Aber es geht darum zu erkennen, dass auch die da nicht mehr da sind. Darum heißt es ja in dem Sutra, kein Auge, kein Ohr, kein Ton, keine, nichts mehr, nichts mehr, nichts mehr. Das putzt also völlig die Platte von all den Vorstellungen und Hilfsmitteln. Und da ist der Punkt, dass wir erkennen, wenn wir tiefer hinschauen. Und jeder, der ganz tiefe Motivation hat, einen geistigen Weg zu gehen, sollte eigentlich den Wunsch haben, diese nirvanische Qualität kennenzulernen. Das kann er aber nur, indem er das aufgibt, temporär, und damit etwas erhält, bekommt in seiner wahren Natur, in der wahren Wirklichkeit, das ihm die Kraft und die Chance gibt, bei Rückkehr auf den Marktplatz, also in die dualistische System unserer samsarischen Alltagswirklichkeit, auf eine ganz andere Weise die Hilfsmittel einzusetzen, die der Buddha anbietet, und auf eine neue Weise wieder zu sehen und umzusetzen. Das ist wie der Zen-Spruch. Zuerst sind Berge und Seen, Berge und Seen. Und dann sind sie es nicht mehr. Warum? Weg. Und dann sind sie es wieder. Aber auf eine neue Weise. Mit einem neuen Glanz. Mit einer neuen Erscheinung. Der eigenen und aller anderen. Wir werden mit neuer Intensität dieses Leben wahrnehmen und wir werden vor allem bei einer Erfahrung, die wir in dieser Tiefe machen, keine große Angst mehr haben vor Sein oder Nichtsein, vor Kommen und Gehen, weil das nicht mehr die Frage ist. Und mich interessiert diese Annäherung an das reine Land. Es ist mein stärkstes inneres spirituelles Bedürfnis. Und ich bin auch bereit, alles an Kenntnissen, Studien, Konzepten, Philosophien, Vorstellungen, Hilfsmitteln, die wir alle haben,
loszulassen, weil sie eben nur in Anführungszeichen, in der historischen Dimension, wie Thay sagt, in der Alltagswirklichkeit, nützlich sind und gelten. Und da sehr hilfreich. Darum wird die Praxis nicht nachlassen. Aber wenn wir sie vertiefen wollen, wenn wir zur eigentlichen, ja, zur wahren, zur letztgültigen, zur echten durchstoßen wollen und nicht nur das Dharma mit instrumentalem Charakter sehen, zu dieser Wirklichkeit, die zugleich auch die andere durchdringt, dann gelten eben, müssen wir fallen lassen, alle Konzepte und Glaubenssätze und das, was wir glauben, jetzt für den Buddha Dharma alles zu wissen, erreicht zu haben, was uns Erklärungen gibt. Erklärungen im dualistischen System, in dem, was die Realität für uns bedeutet. Und wie können wir uns dem annähern? Indem wir die Stille gehen. Anders geht's nicht. Indem wir uns Zeit der Stille nehmen. Offenheit. Zeit des Schweigens. Der Demut. Der Hingabe an dieses Mysterium. Es ist etwas, das sich sehr ähnlich anspürt, anfühlt, wie im christlichen Bereich. Eine wahre, echte, persönliche Gottesbegegnung. Es ist jenseits der Alltagswelt und zugleich doch vollkommen in ihr, also nicht abgetrennt und auch nicht trennbar und nicht isoliert. Und da ist dann Wärme, auch wenn wir nicht in das Reich eintreten, sondern uns nur angenähert haben. Da ist Licht, das ist ein Glücksgefühl, das auch immer wieder vergeht, das aber keine äußeren Ursachen mehr braucht. Einsicht, und da entsteht mehr Angstfreiheit, mehr Gleichmut, mehr Gelassenheit. Und wenn wir dann jene Erkenntnis, die wir daraus aus der wahren, unserer wahren Natur schöpfen können, die wir aus dieser wahren Wirklichkeit, manche sagen auch, es gibt zwei Arten von Wahrheit, kann man auch sagen, schöpfen können, werden wir viel mehr Karuna, Mitgefühl und viel mehr Einsicht und Verstehen, Prajna, in diese Welt hineinbringen. Und das ist der tiefere religiöse Hintergrund von Buddhas Botschaft. Und um die geht es uns wirklich. Und schaut, so wie das Herz-Sutra, dass wir jetzt anfangen könnten, ein wenig besser zu verstehen, und worüber ich mich in Hohenau über 4 Vorträge hinaus äußerst dezidiert versucht habe zu äußern. Wir haben diese Kassetten, sind 4 Kassetten, wo ich das Prajnaparamita Sutra detailliert, Step by Schritt für Schritt, was heute nicht möglich ist. Und da haben wir 4 Vormittage gehabt von einer Stunde, versucht habe zu erläutern. Ergänzt von einer 5. Kassette Erläuterung zur Meditationspraxis. Eine Zusammenfassung, der Versuch einer Zusammenfassung, worauf sie unserer Meditation besonders ankommen kann, wenn wir uns darum bemühen. Ich kann euch also empfehlen, muss nicht sein, aber wer da tiefer reingehen möchte, sich die gelegentlich anzuschaffen und anzuhören. Die Ursula hat sie dann. Noch nicht viel, aber die kann man ja vervielfältigen. Im Diamant-Sutra, dem anderen, über das ich ausführlicher am 3. Dezember in Salzburg sprechen werde, aber das leichter darstellbar ist wie das Prajnaparamita, geht es darum, noch 4 weitere Illusionen und Vorstellungen in dem Gespräch zwischen Buddha und Subhuti aufzuräumen. Naja, der macht dem schon was klar, nämlich, dass die Vorstellung von einem Selbst, ein abgetrenntes, für sich existierendes Selbst, nicht stimmt. Und wenn wir noch so sehr mit unseren Egoismen und unseren Anhaftungen uns nur als Persönlichkeit empfinden können, wenn wir es zugleich koppeln mit dem Ich, wo das Ich sitzt, habe ich sehr ausführlich erläutert, wie es entsteht,
bei der Betrachtung der 8 Bewusstseinsarten, wo im Manas, in der 7. Bewusstseinsart, dieses Ich entsteht und sich festhält und wie das auch funktioniert zwischen Tagesbewusstsein und Speicherbewusstsein, dass dieses Ich uns so im Griff hat. Aber es ist eine Vorstellung, dieses Selbst und dieses Ich. Und damit räumt der Buddha in dem Diamantsutra glasklar auf. Und so auch die Vorstellung von einer Person, also die Trennung von Mensch und Nichtmensch. Da ist Schluss mit wir sind die Herrscher in dieser Welt und sie ist uns untertan. Und da ist der Mensch ein relativ junger Teil der gesamten Evolution, eingebunden in Gaia, diesem Organismus Erde und Teil von ihr und von allem anderen, sonst gäbe es kein Intersein. Niemand ist höher, niedriger, auch davon wird aufgeräumt. Jeder von uns ist Teil des Ganzen. Ich bin in euch, bei manchen schon lange, und ihr seid in mir, because I'm in you and you are in me. Aber das gilt nicht nur unter uns Menschen, das gilt mit allem, was existiert. Und die Vorstellung von einem Lebewesen, diese Trennung zwischen anorganisch und organisch, zwischen belebter und unbelebter Materie, wird weggeblasen. Es gibt das nicht. Denn alles ist Geist geführt, Geist geformt. Es ist keine Wertigkeit. Wir wissen nicht, was ein Stück Fels an Bewusstsein besitzt oder nicht. Aber wir wissen eins, dass alles, was sich manifestiert, jedes Dharma, damit jeder Gedanke, jede Wolke, jeder Regentropfen und jedes Blatt, diese Unsterblichkeit in sich hat und die Vollkommenheit. Wie viel es davon weiß, wer ist so hochmütig, das zu beurteilen? Keiner. Kein Hirnforscher und kein Wissenschaftler, kein anderer. Ein Kognitionswissenschaftler oder wer auch immer. Und als Viertes von der Vorstellung einer Lebensspanne. Da ist ein Anfang und da ist ein Ende. Da ist Geburt und da ist Tod. Auch das wird im Diamantsutra ausradiert. So ist es nicht. Lösen wir uns von dieser starken Vorstellung, weil alt eingefahren. Und immer wiederholt durch Rituale, durch alle Gespräche, durch die abrahamaischen Religionen, die ja dann auf paradiesische Zustände hoffen und das sogar als Ort empfinden. Ich denke jetzt an Islam, ich denke an unsere Glaubensbrüder der Juden und der Christen. Nein, es gibt keine Anfang und Ende, weil es den Bereich von No Coming, No Going gibt, wo eben Sein und Nichtsein, und diese ständige Geboren und Wiederwerden nicht begrenzbar ist, aber ein Anfang und ein Ende. Das sind die 4 falschen Wahrnehmungen, mit denen auch der Buddha-Dharma, Buddha selbst, in dem wunderbaren Diamantsutra aufräumt. Also, lass uns doch versuchen, diesen tieferen religiösen Hintergrund, diesen wirklich spirituelle Grundlage von Buddhas Botschaft nicht außer Acht zu lassen und nicht zu glauben, Nirvana sei etwas nicht Erreichbares. Nirvana sei nicht im Hier und Jetzt, genauso wenig wie Reich Gottes im Hier und Jetzt ist und das reine Land, alles nur Bezeichnungen, nur Worte, ist jene Dimension der wahren Wirklichkeit immer da, mit der Realität verbunden und verwoben. Und wir haben die Chance, dieses Tor zu öffnen und einen Blick hineinzuwerfen oder irgendwann für einige Zeit darin zu verweilen. Aber das setzt wirklich voraus, dass wir alle Konzepte und Ideen und Hilfsmittel und
Möglichkeiten und Formen, in ihrer Leerheit, in ihrer Weite, in der Ganzheit, in dem einen Körper, der wir alle sind, uns dem annähern könnten. Und dann wird zwischen Heiligkeit und Profanität kein Unterschied mehr sein. Dann werden wir sehr viel Freude, viel Stabilität, viel Glück und viel nicht mehr von äußeren Bedingungen, Situationen, Menschen abhängiges Wohlsein tatsächlich erreichen und unseren Geist, der in uns bereits vollendet ist, unsere wahre Natur, endlich entdecken und dann wissen, jetzt sind wir wirklich angekommen. Jetzt sind wir zu Hause. Vorher sind wir nur immer ein Stückel davor. Wir sehen schon, und es ist viel, sehr viel, aber wir sind immer noch nicht da. Und seht ihr, das wollte ich heute mit euch teilen, weil diese beiden wunderbaren Mahayana-Sutren das aufreißen, was wir im Theravada, im frühen Buddhismus noch nicht haben, wo es darum geht, den Menschen Erleichterungen, Möglichkeiten für ihr Alltagsleben im Samsara, in der Realität anzubieten, wo aber dann der Schritt hinaus gemacht wird, wo auch der Schritt von der historischen Person Shakyamuni Buddhas, der für uns weiterhin der wertvollste und wichtigste Lehrer bleibt, hin zum universalen Buddha geschieht. Zu dem Buddha, der überall ist, der in allen Formen vorhanden ist, der in uns, wo immer wir hinschauen, bereits da angelegt ist. Wir nennen das Bodhicitta, das Potenzial der Erleuchtung. Und wo wir entdecken, dass wir schon erleuchtet sind, wie wenig auch unser Licht leuchten möge. Aber es ist da. Und darauf auch zu schauen, neben unserer Alltagspraxis, neben unseren Meditationsabenden, neben unseren Gesprächen, neben unserer Freude an der Sangha, ist ein wichtiger Punkt. Aber das ist etwas, das können wir nicht an irgendwelchen Abenden oder so uns da annähern. Es geschieht nur für jeden für sich. In der Stille, im Schweigen und in völliger Offenheit und Weite. Und die Zeiten sollten wir immer irgendwann einplanen. Und ich bin sehr froh darüber, dass mir durch äußere Umstände bedingt, nämlich beruflich nicht mehr aktiv, nämlich jeden Tag mit dem Dharma beschäftigt, nämlich Einschränkungen, die durch dies oder jenes entstehen, jetzt die Zeit dafür da ist, mich entschlossen, kontinuierlich jenem Bereich zu nähern, den wir wahre Wirklichkeit nennen.